Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Letzte Folge waren wir ordentlich Kupfer sammeln, haben endlich einen Karren. Wird hier gerade auch alles schön geschmolzen. Aber was wir jetzt als allererstes machen, bevor ich es vergesse, ist erstmal das Werkzeug reparieren. Und dann schauen wir mal, dass wir unsere Bienenkönigin, dass wir der mal ein bisschen Arbeit verschaffen. Ich glaube, wir brauchen dafür wieder Holz. Lasst mich aber nochmal kurz nachschauen. Hier haben wir es. Die Bienenkönigin und 10 Holz. Wir haben, glaube ich, in den Kisten nichts mehr. Oh, es geht ja schon wieder an die letzten Stapel. Ist echt Wahnsinn, wie viel man verbraucht. Und die Bienenkönigin hatte ich, glaube ich, einmal hier hinten in die Kiste gepackt. Es ist mir aber auch ehrlich gesagt noch ein bisschen zu dunkel hier drin. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile die Wandleuchte. Brauchen allerdings Kupfer dafür. Würde das Kupfer erstmal für andere Sachen verwenden wollen. Kein Harz. Super. Aber Harz müssten wir gleich hier. Ja, passt. Hier mal noch eine Fackel hin und hier mal noch. Machen wir später alles noch schön. Ja, dass hier mal ein bisschen Helligkeit in die Bude kommt. Können wir die an die Wand dran basteln? Nee, ne? Nö. Dafür ist dann wahrscheinlich die Wandleuchte da. So, kleine Bienenkönigin, wo habe ich dich hingeschmissen? Hier bist du. Dann können wir jetzt definitiv den Bienenstock bauen. Hier ist er. So sieht er aus. Wir müssen halt mal überlegen, wo wir den dran basteln. Bin mir noch nicht ganz sicher. Können wir die an den Zaun basteln? Das ist halt die Frage, wenn wir angegriffen werden und der Zaun eingerissen wird. Ob das dann gleich mit fort ist oder nicht. Die werden ja als erstes den Zaun angreifen. Bin mir nicht so sicher, ob das die beste Wahl ist. Ich habe ja definitiv auch vor, dann mal mehrere davon zu haben. Hier 5 Stück. Vielleicht hier an unser Haus dran? Müssen wir die erstmal hier hin machen? Wir können sie ja später wieder abbauen. Hoffentlich pieksen die uns dann nicht beim Schlafen. Müssen wir eventuell das Fenster da oben noch zumachen. Ah, dann bauen wir das erstmal hier hin. So, Bienenstock überprüfen. Die Bienen schlafen. Man muss nämlich auch immer gucken, dass die glücklich sind. Aber Bienenstock ist leer. Ah, die Bienenkönigin haben wir ja mit reingepackt. Die Bienen schlafen. Ich muss mal gucken. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie es funktioniert. Geh mal davon aus, dass wir einfach nur warten müssen. Ah, jetzt haben wir direkt hier Feuer vom Bienenstock. Naja, wir warten mal ab, bis wieder Tag ist. Kohle können wir definitiv in nächster Zeit nicht genug haben. Nee, gedrückt halten dauert mir zu lange. Dann lieber dauerhaft auf die Taste pfeffern. Licht ist ganz cool, was hier an der Seite so rauskommt. Ja, wir warten mal ab, bis wieder Tag ist. Vielleicht legen wir uns auch gleich mal schlafen, dass es nicht ganz so dunkel ist für euch. Ich glaube, die Zeit vergeht trotzdem nicht schneller mit benötigtem Feuer. So, jetzt machen wir erstmal noch eine Sache, die ich schon Ewigkeiten vorhab. Wir bauen hier die Kochstelle ab. Sammeln mal ein, was hier drin ist. Dann heben wir uns einmal mit unserer normalen Hacke den Boden hier an. Fehlende Voraussetzung, Stein. Ach, Mist. Kann auch nie was auf Anhieb klappen. Hier haben wir... Nee, das war unser Inventar. Ich glaube, Stein haben wir wieder nicht. Ah, doch, hier. So. Nochmal anheben. Das ist jetzt zu hoch. Jetzt haben wir es... Nee, jetzt haben wir es hier drin. Das wollte ich nicht. Wir sehen halt auch kaum was. Lass uns erstmal so. Gucken wir uns tagsüber mal noch in Ruhe an. Aber zumindest das Ganze ein bisschen erhöhen. Sieht's denn jetzt hier aus? Nö, ist okay, ne? Sieht ein bisschen schöner aus. Dann müssten wir halt mal noch gucken wegen unserem Abzug hier. Weiß nicht, ob wir da idealerweise hier noch so ein halbes Ding dran basteln. Dann sehen wir halt auch nicht mehr viel vom Feuer. Aber es müsste eigentlich gehen. Und dann nochmal... Obwohl, Essensstand brauchen wir hier nicht. Lassen wir, mir reicht ein Feuer eigentlich. Hauptsache, wir können uns hier ausruhen.
Es sieht auch, was den Rauch angeht, schon mal besser aus. Also ist doch gemütlicher. Jetzt sehen wir das Feuer ein bisschen, können uns hier ganz entspannt hinsetzen und zugucken, wie das Feuer ausgeht. Jetzt ist es wieder da. An sich ist ja ein Abzug dran. Ich weiß nicht genau, was wir noch verbessern müssten. Das daran liegt, dass hier oben einfach offen ist. Ah, wir haben keine Ausdauer mehr. Verdammt. Ja, eigentlich hatte ich ja das Loch dafür reingemacht. Aber es kann sein, dass wir wirklich lieber einen richtigen Kamin oben dran machen müssten. Also so ein bisschen eine Esse nach oben. So, Kupfer. Wieder eine ganze Menge Kohle. Wenn, dann scheitert es eigentlich meistens an der... Nee, obwohl. Kohle ist noch da. Ich wollte schon meckern. Aber ist alles gut. 10 Kupfer haben wir. Es wird langsam wieder hell. Haben wir noch genügend Holz? Haben wir natürlich nicht. Dann müssen wir hier nochmal einen Stapel abbauen. Würde ich uns, nehme ich mal ganz schnell... Hat er wieder nicht aufgesammelt, weil es zu viel ist, ne? Ja. Dann würde ich uns hier mal schnell so eine Holzleiter hochbasteln. Dass wir hier hochkommen. Ja, genau so. Und dann hier vielleicht doch nochmal einen richtigen Kamin dran. Vielleicht so. Nochmal gedreht und dorthin. So. Und das noch hier rein. Weiß nicht, ob wir jetzt zu nah dran sind. Halt ein bisschen unförmig. So wollte ich es eigentlich nicht. Ach, Mist. Da jetzt noch was im Weg? Schaffe ich es irgendwie hier drauf zu springen, ohne drüber zu springen? Ah, jetzt hat es doch gerade. Immer dann, wenn ich springen möchte. Hier, das soll da unten dran, bitte. Das Spiel möchte nicht. Das ist manchmal noch ein bisschen lästig. So. Das sieht doch mehr nach einem Abzug aus als der Rest. Weiß nicht, ob es von der Höhe reicht, aber müsste eigentlich, ne? Lassen uns mal runterfallen. Warte mal, ist das jetzt besser geworden? Aber hier kommt halt immer noch so ein bisschen raus, aber wir haben es halt nicht mehr am Dach stehen. Ich würde halt schon fast sagen, dass das tatsächlich besser so ist. Ja, ist doch schick geworden. So ein bisschen höher sieht besser aus. Das Fell davor. Wir können mal noch schauen, dass wir hier später noch andere Sachen hinbasteln, dass wir mehr Gemütlichkeit kriegen, dass der Ausgeruht-Skill länger hält. Ich wüsste aber aktuell noch nicht, was wir da noch verbessern können. Ich weiß, so Stuhl, Tisch und sowas kommt alles noch. Das macht's dann noch besser. Wir haben den Kessel. Können wir uns eine richtige Suppe kochen? Und Amboss. Ach, da kriegen wir die nächste Stufe. Das ist natürlich sehr cool. Was brauchen wir für den Amboss? 2 Bronze. Lass uns den gleich mal basteln, dann kriegen wir die Werkbank auf die nächste Stufe. Bronze, ah, wir haben keinen Zinn, verdammt. Da war ja noch was. Das müssen wir dann als nächstes mal noch abholen. Oder besser gesagt, abtragen und mitnehmen. Ist ja nicht so, dass die Grauzwerge uns das einfach so hinlegen, dass wir es mitnehmen können. Wir tragen zu viel. Naja, dann packen wir hier ein bisschen Kohle rein, dann trage ich nicht mehr zu viel. 14 Kupfer haben wir. Also an dem Schwert wäre ich auf jeden Fall sehr, sehr interessiert. Was hat das gekostet? 8 Bronze, 2 Lederreste. 8 Bronze haben wir und Leder haben wir definitiv auch. Weiß nicht, ob in den Kisten, aber wir haben... Hier haben wir noch eine Bronze und hier haben wir noch ein Zinn. Und noch ein Zinn Erz. Na gut, dann nehmen wir das nochmal mit. Jetzt tragen wir wieder zu viel. Weil das Zeug aber auch so schwer ist. Holz weg. Dann passt es wieder. Ich glaube, Leder haben wir nur im normalen Haus vorne, ne? Ja. Ach, und die Sonne scheint. Wir sind so gut vorangekommen. Natürlich wäre das auch alles schneller gegangen, aber man möchte sich das Spiel ja auch in Ruhe mal anschauen und hier nicht durchrennen und vorher erstmal 5 Bücher, Lexikon darüber studieren,
Deswegen finde ich, es ist eigentlich ganz gut gelaufen. Wir haben coole Häuser, unser Wohnhaus, unser Lager. Hier drüben. Der ganze Spaß. Wir haben einen coolen Zaun drumherum. Es geht auf jeden Fall vorwärts. So, wir machen hier mal noch die Kohle voll. Dann können wir hier noch das Zinn reinwerfen. Und dann wollte ich uns Leder hier mitnehmen. In einer der Kisten war es auf jeden Fall. Hier haben wir es. Ne, der Hirschfell. Dann ist es in der. Jo, da haben wir das Leder. Ich werde, denke ich mal, nach der Folge oder spätestens nach der übernächsten Folge die Truhen mal sortieren. Dass wir da wirklich etwas schneller vorankommen. So. Bronzeschwert brauchte. Ach, 8 Bronze und dafür brauchen wir wieder so viel Zinn. Ne, da kommen wir leider nicht drum rum. Da müssen wir tatsächlich noch vorher Zinn sammeln gehen. Packen wir den ganzen Spaß jetzt hier erstmal wieder raus. Wir müssen unbedingt was futtern und dann wäre die Überlegung... Und das wollte ich mal noch bearbeiten hier. Da habe ich aber kein Holz mehr. Egal, machen wir später. Wäre die Überlegung, ob wir uns gleich wieder einen dunklen Wald machen. Oder wir gucken erstmal nach den Bienen. Oh, wir haben ja hier noch... Nö. Das war's. Ich dachte, wir haben hier noch Erz drin. Die Bienen sind glücklich. Das ist sehr schön. Also haben wir Bienen drin. Und brauchen hier nicht noch groß andere Sachen machen müssen. Oder andere Sachen zu machen, bis das funktioniert. Lasst mich mal den, genau, das ganze Zeug immer in dieselbe Truhe packen. Dann merken wir uns, dass das die obere ist. Naja, dann schnappen wir uns den Karren und gehen wieder Richtung dunklen Wald, weil dann brauchen wir Zinn. Zinn hatten wir uns noch gar nicht markiert, Kupfer hätten wir hier vorne noch. Und bauen wir uns, wir bauen uns noch eine zweite Spitzhacke. Müssen wir mal schauen, wo das harte Geweih ist. Auf Anhieb gefunden, als hätte ich es gewusst. Und ich wollte ja eigentlich gerade noch gucken. So viele Sachen im Kopf im Spiel, das ist echt Wahnsinn. Amboss braucht 2 Bronze, aber 2 Bronze können wir uns leisten. Der Einzelne hat mal reingepackt, 1 Bronze haben wir noch. Ach komm. Immer noch zu viel, schade. Dann müssen wir uns mal schnell hier rüber quälen. Tut mir auch leid, dass der nie duschen kann, wenn er so viel schwitzt, aber was möchte man machen? Damit haben wir unsere 2. Und komischerweise ist das Inventar leichter geworden, wer kennt's nicht? Man fügt 2 Materialien zusammen und am Ende ist es leichter als vorher. Und dann können wir doch hier unseren Amboss basteln. Sehr cool. Oh, bitte lass den noch hier daneben passen. Ach, Schmiedeverbesserung ist das. Ah, macht ja auch Sinn. Ich dachte Werkbankverbesserung. Aber natürlich nicht. Oder Handwerkstation heißt es. Werkbankverbesserung, ja. Okay, nee, ist nur für die Schmiede. Ich würde es jetzt trotzdem gleich mal daneben packen, weil früher oder später brauchen wir das und wegen 2 Bronze geht die Welt nicht unter. Mietestufe 2. Mal schauen, was da dann später noch dazu kommt. Und was ich unbedingt noch gucken möchte, weil ich da fast nie reingucke, ist hier diese ganze Upgrade-Geschichte. Wir könnten den Hammer auf Stufe 2 bauen. Normale Hacke auch. Bogen definitiv auch. Also Bogen würde ich auf jeden Fall nehmen auf Stufe 2. Ein Hirschfell, 4 Lederreste. Hirschfell hier und Lederreste haben wir jetzt wieder hinten reingepackt. Immer diese Wege hin und her. Es tut mir leid. Aber man kann es nun mal nicht ändern. So. Ich will gar nicht wissen, wie lange ich das eigentlich schon kann und nicht gemacht habe.
Jetzt haben wir 28 statt 25. Wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Haltbarkeit. Ja, Hammer weiß ich nicht, aber es kostet halt auch nur ein Holz, einen Stein. Ach, wir können sogar noch höher. Hammer auf Stufe 3. Die halten dann halt wahrscheinlich einfach länger und Bogen auch auf Stufe 3. Dann kriegt er noch mehr Schaden. Das hätte man wirklich mal eher machen können. Ich vergesse immer, dass hier dieses Upgrade-Menü noch ist. Und wir wollten uns unbedingt noch eine Geweihspitzhacke bauen. Dann haben wir die noch mit drüben. Das schnell noch raus hier. Dass wir wieder Platz im Inventar haben. Und dann sind wir doch bereit. Zwei Spitzhacken, Bogen verbessert. Bauhammer verbessert. Zack, den Karren angeschnappt hier. Angedockt. Mit dem Tor müssen wir mal noch gucken, was wir da machen. Also ohne Tor finde ich es nicht cool, aber wenn wir jedes Mal da mit dem Karren hängen bleiben, ist das auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich brauche definitiv einen besseren Weg zum Dunkelwald als den hier. Sonst ist unser Karren früher oder später definitiv kaputt. Sag ich doch. Will nicht wissen, wie viel da überhaupt noch aushält. Wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir können jetzt mal hier oben Richtung Dunkelwald gucken. Hier wird zwar dann das Wasser kommen. Und da war auch eigentlich relativ viel los an Gegnern. Aber wir wollen ja auch mal neuere Stellen erkunden. War das ein Wildschwein? Ja. Hat's uns schon gehört? Scheint so. Ach Mist. War ein Stück zu weit drüben. Dann halt mit Pfeil Nummer 2. Leder kann man nie genug haben. Gerade in dem Spiel nicht. So ein kleines Stück rechts können wir noch. Und dann schauen wir mal. Das hin sind eigentlich eher so kleine Felsen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also nicht so riesen Vorkommen. Na. Wie das jetzt beim Kupfer der Fall war. Du willst kämpfen? Kannst du gerne. Nein, nicht unseren... Nein! Wir haben unseren Karren kaputt gemacht. Können wir den irgendwie reparieren? Handwerkstation fehlt. Jetzt habe ich natürlich das Holz weggepackt, aber ein bisschen was hatten wir ja gesammelt. Wo ist er denn? Hier. Aber es reicht noch nicht. Da brauchen wir, wenn ich es jetzt richtig verstehe, kein Dach, sondern bloß das Ding in der Nähe. Oh, ein Hirsch. Hat uns mitgekriegt. Schade. Lass die mal schnell hier hinbauen. Dann reparieren. Und diesen machen. Gut, das ist okay. Dann ist es doch nicht so wild, wenn ich damit öfter hängen bleibe. Ach, Gräuling. Ihr seid mir wirklich die Liebsten. Und der Nächste. Herkommen und dann wegrennen. Hast du Angst vor Regen oder was? Komm. War hier ein Pilz? Da war einer. Habe ich noch gesehen. Die müssen wir natürlich mitnehmen. Ach Gott. Ich will doch einfach nur in Ruhe etwas abbauen bei euch. Wird wirklich Zeit, dass wir das Schwert kriegen. Nein, nicht auf meinen Karren, nicht auf meinen Karren, nicht auf meinen Karren. Wow. Also wenn das mal kein Luck war, dann weiß ich auch nicht. Wir sind noch nicht im dunklen Wald, oder? Ich glaube, das geht jetzt gleich erst hier vorne los. Ja, kleines Wildschwein. Ein Schlag mittlerweile bloß noch. Wenn wir die gut treffen. Oder auch nicht so gut treffen. Das ist wirklich entspannt. So, hier geht der Dunkelwald los. Dann müssten wir halt
Komm schon. Ja. Müssen wir jetzt. Oh Gott, eine Nixe. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Ey, lass mein Hallo, ey, sag mal. Spinnst du? Gibt's ja wohl nicht. So, wir müssen halt idealerweise mit der Spitzhacke hier ein bisschen rumlaufen. Aber ich werde mir definitiv den Karren jetzt markieren. Jetzt die ganze Zeit mit dem durch diese Unebenheiten hier durchrennen ist doof. Außerdem brauchen wir auch die Spitzhacke. Zinnvorkommen, sehr gut. Da hat es doch gleich geklappt. Ja, die müssen wir auch ausgerüstet haben, um natürlich zu sehen, was Zinn ist und was nicht. Deshalb werde ich den wahrscheinlich immer so ein bisschen im Umkreis von 50 Metern stehen lassen. So wie man es beim Einkaufen mit seinem Wagen macht. Ich glaube, das wird ein bisschen entspannter. Naja gut, wir haben zumindest ein bisschen Zinn gefunden. Kommt hier noch mehr? Hier kommt noch mehr. Oh, mit Schild. Schweinebacke. Ah, das müsste ja auch heißen, wir haben hier wieder ein Dungeon in der Nähe. Eigentlich habe ich die Schnauze voll von Dungeons. Da hinten steht er. Aber wir können uns den natürlich dann früher oder später auch mal noch angucken. Wir sind leider schon wieder am Folgenende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's dann weiter. Macht's gut.